Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu einer weiteren Folge Station East mit dem Chrissy auf dem Mount. Und natürlich war ich total blöd. Man kann ja einfach Radiatoren nehmen. Da brauchen wir ja keinen Heat Exchanger. Aber egal. Hab mich jetzt also hiermit an die Leitung angekoppelt. Und hier passiert natürlich ordentlich was. Aber da wir da das meiste Sauerstoff drin haben, da wird natürlich einiges passieren. Aber beim Oxygen, wie gesagt, da haben wir so bis minus 106 Grad ungefähr, minus 107, haben wir noch Ruhe, sage ich mal. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das Ganze dann jetzt automatisieren wollen. Ja, weil wir sehen ja, wenn jetzt keine Hitze produziert wird, dann wird die Waste Gas Pipe natürlich immer kälter. Und das ist natürlich nicht gut. Wir werden natürlich Hitze produzieren, ja, ohne Frage. Durch irgendwelche Geschichten werden wir natürlich Hitze produzieren. Aber am Ende müssen wir halt mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Wieso ist denn mein Airtank schon wieder low? Naja, okay. So, wir haben jetzt hier das Wasser verbunden. Das heißt, die werden jetzt natürlich einiges an Wärme aufnehmen. Im Raum müsste es eigentlich gut sein. Theoretisch, ja, hier haben wir 20 Grad, 66 kPa, das füllt jetzt immer weiter, das ist gut. Das N und das U2 filtern wir nachher raus, das ist kein Problem. Und dann müsste das hier eigentlich funktionieren. Ich gucke jetzt mal, wie unser Raum aussieht. Haben wir hier noch was drin? Nein, hier haben wir nichts drin, dann können wir die Energie sparen. 154, 92. Okay. Gut, dann bauen wir mal den auf den 92er um. Und lassen den mal noch ein bisschen kühlen hier. Ja, das ist okay. So, hier drinnen haben wir 28 Grad inzwischen. Sehr schön, 28,4. Das heißt, das funktioniert. Die Wärme aus dem Raum wird also auch aufgenommen. Sehr schön. Hier habe ich jetzt einen Convection-Radiator genommen, weil wir hier natürlich Atmosphäre haben. Und dementsprechend sollte das hier auch wieder gehen. Wir werden jetzt mal noch ein bisschen Sauerstoff entlassen hier in diese Atmosphäre. Damit wir hier noch ein bisschen Prozente reinkriegen. Es sind aber 82%. Also wir können hier drin auf jeden Fall atmen. Das ist alles gut. Wird jetzt natürlich kälter, ist ja klar, weil ja das Oxide kühlt jetzt hier noch die Luft ab. So soll es auch sein. Dann können wir hier auf jeden Fall atmen drin und können hier erstmal alles ausmachen. Sparen wir Filter und all möglichen Scheiß. Ne? So, Oxygen Tank war low. Das heißt, wir machen mal hier unseren Oxygen Tank wieder voll. Wir haben nicht mehr viel, das heißt, wir müssen dann auch noch mal ein bisschen Oxide besorgen, beziehungsweise haben wir Oxide hier. Also können wir gleich auch noch mal ein bisschen Sauerstoff machen, aber ein bisschen was müsste hier noch drin sein. Ja, ein bisschen was ist hier noch drin. Filtern wir mal noch raus, 99%, sehr schön. Machen wir hier mal noch ein bisschen was rein. Oh, 4000 ist ein bisschen viel, glaube ich. So, danke. Filtern wir den mal noch voll, bis der hier oben guten Druck anzeigt. Können wir hier noch rausnehmen, den Scheiß. Ja, wir können auch hier das Oxide noch reinschmeißen. Sauerstoff ist wichtiger als Feuer machen. Ja. Ja, der muss natürlich jetzt erst kühlen. So. Wasser gucken wir mal, was haben wir? Ja, wir haben noch einiges an Wasser da. Sehr schön. Die Dinger
dann sind sie unfassbar laut, ja. Das gibt's gar nicht. So, wir haben jetzt 22 Grad. Das heißt, wir könnten theoretisch mal ein paar Pflänzchen pflanzen. Das machen wir jetzt auch mal. Die nehmen wir erstmal ein paar Pflanzen, wo wir wissen, dass uns die egal sind. Erstmal zum Testen, ob das funktioniert. Aber irgendeine, die wir essen können. Ja, Tomaten sind ein bisschen blöd. Pumpkins sind auch ein bisschen blöd. Mushrooms sind auch doof. Fahne, Korn, Wheat. Alter, wir haben nur drei Kartoffeln. Alter, wir haben nur drei Kartoffeln. Boah, scheiße. Wir haben nur drei Kartoffelpflanzen. Dann pflanzen wir erstmal eine. Und dann gucken wir mal, was die macht hier. Gucken wir mal, was hier los ist. Minus 84. Na, der Sauerstoff, der wird jetzt gleich flüssig. Puh, da müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir das machen wollen. Also aktuell können wir es ja noch nicht machen, weil wir noch keine Dings haben, noch keine Automation hier. Also wir könnten das mit normalen analogen Bauteilen machen. Aber da frage ich mich halt, wie wir es machen wollen. So, gucken wir mal, was die Toffel sagt, ob die wachsen will. Wir checken mal die Lage. Wir sind Darkness. Naja, klar, es ist ja auch dunkel draußen. Also dementsprechend kannst du dich jetzt mal entspannen. Ja. Die wird ja nicht sterben, weil von Darkness stirbt sie nicht. Außer die Darkness ist zu lang. Aber das glaube ich nicht. So, ist denn jetzt hier Wasser drin schon? Gucken wir mal. Ja. 14,4. Okay. Bisschen kalt das Wasser, aber ja. 15 Grad ist ja so die standardmäßige Geschichte. 75 kPa wollen wir drin haben. Wir haben erst 67. Dazu muss aber hier vorne müssen, ja, also es muss hier auch mehr als 75 kPa davor sein. Sonst kann der hier keine 75 kPa liefern. Aber ist okay. So. Ist thriving. Torwart Fruiting. Na, denn los. Denn lass brennen das Ding. Wir gucken, was passiert. Lassen wir erstmal so. Wir opfern jetzt erstmal eine Kartoffelpflanze, um zu gucken, ob das geht. Wir müssen ja jetzt irgendwas zu essen uns organisieren. Noch ist ja der neue Patch nicht da. Das heißt, wenn der kommt, dann werden wir von einer normalen Kartoffel nicht wirklich viel Energie kriegen. Da musst du die wirklich denn, ich glaube, Kartoffel, gebratene Kartoffel und dann irgendwie Kartoffelsuppe oder so in einer Büchse. Das sind dann irgendwie die, ich glaube, die in der Büchse haben die meisten Nutrients oder die meisten Dings hier. Bla. Und dann passiert dir das natürlich auch, dass du denn von der Stimmung her schlecht wirst, wenn du nicht lange nichts gegessen hast. Und dann leuchtet doch oben so ein Duschzeichen, dann muss man duschen und da erzeugt man Abwasser und das Abwasser muss man filtern, um wieder sauberes Wasser zu kriegen. Und es wird geil. Es wird wirklich geil. Ich hoffe, dass sie vielleicht mit dem Abwasser noch irgendwie was einbringen, dass wir da Fertilizer oder irgendwas rauskriegen. Das wäre natürlich geil für die Pflanzen. Ach so, siehst du, Fertilizer. Ha! Können wir auch drüber nachdenken, um ein bisschen mehr Erfolg zu haben. Aber wir haben ja festgestellt mit den Pflanzen, wenn das immer wächst, dann ist das eigentlich alles nicht schlimm. Das hier macht mir noch ein bisschen Gedanken. Wir müssen uns was überlegen. Wie kriegen wir hier die Hitze raus? Also, wir sehen ja jetzt, dass die Temperature Differential Effizienz wird jetzt immer weiter runtergehen. Und da ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Wir haben ja mal mit dem IC10 so einen kleinen P-Regler gebaut. Wenn wir den jetzt hier mit einbauen würden und im Falle eines Falles, dass wir hier eine zu hohe Temperatur am Ausgang haben, weil ich meine, dass die Atmospherics das auch messen kann am Ausgang. Wir gucken mal, Atmospherics, Kit Atmospherics, Air Conditioner. Ich meine, dass die auch Input, Output 2, genau. Sie kann die Temperatur am Output 2 messen. Ich glaube, das ist hier Output 2, wenn ich mich irre, oder Waste, ja, das ist, glaube ich, Output 2. Wenn wir da die Temperatur messen können, dann könnten wir ja quasi eine Automation entwickeln, die dafür sorgt, dass wenn hier die Temperatur, sage ich mal, plus 100 Grad oder sowas erreicht, dann soll dieser PI-Regler oder der PI-Regler soll diese Temperatur sozusagen auf x Grad halten. So, jetzt natürlich die Frage, wie kriegen wir das dazu, ohne dass wir das Gas einschließen an diesem Punkt hier. Hier an diesem Pipe-Segment, wo der Radiator dran ist, schließen wir ja Gas ein. Und das müssen wir verhindern, weil wenn wir nämlich nicht kühlen,
oder keine Wärme produzieren und nicht kühlen müssen, kriegen wir in dieses Wastegasrohr keine Wärme rein und dann friert uns das ein. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das nicht einfriert. Da habe ich mir halt überlegt, da könnte man ja eine Art PI-Regler machen, der diesen Radiator, das Radiatorrohr nur dann durchströmt, wenn das Kühlaggregat, die Klima, ihm sagt, er soll es tun. Ja, da brauchen wir halt einen Chip. Für einen Chip müssen wir erstmal unseren Ofen ausbauen. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall noch neue, wir müssen Invar-Elektrum, also Invar haben wir ja schon, wir müssen Elektrum und Solder auf jeden Fall herstellen. Das müsste theoretisch mit dem Setup auch gehen. Da würde ich dann aber hier noch eine Art Radiator-Phalanx dran bauen, dass wir dann mit einem Hebel sozusagen die Sachen auch ausstoßen können, also quasi kühlen können mit einem Radiator. Theoretisch macht sie das ja so schon, die gibt ja schon einiges an Wärme ab an die Umgebung. Aber das hier, das muss erstmal eine Dauerlösung werden. Das ist die Frage, wie machen wir das? Da denke ich mir noch was aus. Das machen wir jetzt erstmal von Hand, aber ich denke mir da noch was aus. Weil wie gesagt, wenn wir jetzt nicht genug Wärme einbringen hier, was eben durchaus passiert, weil eben hier drinnen nichts Wärme macht, ja, außer die Batterie da hinten, die macht ein bisschen Wärme, aber ansonsten macht die in dem Raum nichts Wärme, dann friert uns das Rohr irgendwann zu. Aber ich lasse das jetzt mal laufen, ich gucke mal, wie weit das runtergeht. So, was haben wir hier? 23,6, hier haben wir noch keine 20 Grad. No, Batterie alle, sehr schön. Das wurde ja auch mal Zeit. Ach so, siehst du, da wollten wir auch mal größere Batterien haben, ne? Irgendwann mal, das wäre ja mal eine Idee. Nuklear können wir ja noch nicht bauen. Okay, also wir sollten jetzt erstmal überlegen, dass wir die Printer erstmal alle aufrüsten. Das wird denn jetzt der nächste Schritt, würde ich sagen, oder? Elektrum, Konstantan und Solder. Genau, da gucken wir mal nochmal. Elektrum. Das wird kein Problem. Da brauchen wir bloß die Luft ablassen. Das kriegen wir hin. Gold und Silber. Silber haben wir schon. Silber haben wir schon, aber Gold haben wir nichts mehr. Silber haben wir schon, Gold haben wir nichts. Okay, so, Elektrum. Ich kann mir das nicht merken, ey, die Rezepte, das ist unglaublich. Konstantan wird überhaupt kein Problem. Konstantan kriegen wir super easy hin. Wir müssen nur über 20 Megapascal sein und Hitze kriegen wir in den Ofen rein. Das ist okay. Was haben wir gesagt, was brauchen wir noch? Warte. Konstantan und Solder. Solder wird, glaube ich, ein kleines Problem werden. Solder wird, glaube ich, ein kleines Problem werden, weil da müssen wir die Temperatur einhalten. Aber das ist eigentlich auch kein Problem. 100 Megapascal bis 1 Megapascal. Wir kühlen ihn einfach runter, den Ofen. Also Solder eigentlich auch kein Problem. Lead haben wir, Eisen. Also muss Chrissy sich wieder einen Zettel nehmen. Das ist geil. Ich habe gerade meinen Stift genommen von meinem Tablet. Der schreibt natürlich richtig geil auf dem Blatt Papier. Unsichtbar. Der schreibt unsichtbar auf meinem Blatt Papier. Was mich wundert, mein Stift habe ich gefunden, aber wo ist mein Notizblock? Chrissy muss jetzt erstmal seinen Notizblock suchen. Wir sehen uns gleich wieder, würde ich sagen. Ich hoffe, dass das jetzt hier funktioniert. Wartet mal, ich muss mal kurz aus meinem Spiel raustappen. Wir quicksaven mal. Ich muss mal kurz aus dem Spiel raustappen. Wir sehen uns gleich. Ich mache gleich weiter. Bis gleich. So, da ist er wieder. Ich habe mir jetzt gleich mal auf den Zettel geschrieben. Also, Solder braucht 50 mal Eisen, 50 mal Blei. Elektrum braucht 50 mal Gold, 50 mal Silber. Und Konstantan braucht 50 mal Kupfer, 50 mal Nickel. Also muss Chrissy jetzt eigentlich losgehen zum Mining. Und ich denke, da wir ja noch früh in der Folge sind, mache ich das mal. Ich drücke so lange Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder, würde ich sagen. Ja, ich probiere mal, ob meine neue Tastenbelegung funktioniert. So, da bin ich wieder. In-game. Chrissy hat mal das Zeug besorgt. Ich habe das hier schon mal aufgereiht. Wir haben 50 mal Eisen, 50 mal Blei. Wir haben 50 mal Gold, 50 mal Silber. Und wir haben 50 mal Kupfer, 50 mal Nickel. Ja, so, das ist schon gut. Oh, meine Filter sind aber schon dolle kaputt, ey. Da müssen wir mal langsam doch nochmal hier einen Filter bauen. Ups.
Ups ist immer gut, weil Ups heißt immer, es geht irgendwas kaputt oder war nicht so geplant, wie es hätte geplant sein sollen. Ja. Ja, naja. Aufräumen müssen wir dann natürlich auch noch hier, ja, ist ja klar, weil ich habe nicht mehr noch Platz hier in meinem komischen Kackschrank. Ich weiß noch nicht, warum der da hinten in der Ecke steht. Ich hätte auch da einstellen können, aber dann, ja, das wäre zu einfach. So, Sonne geht gleich unter, das heißt, wir können gleich Feuer machen. Und ja, wir sind sozusagen dabei, dass wir sagen, oh, wir wollen unsere Printer aufrüsten. Müssten wir eigentlich noch gar nicht, theoretisch. Ja, also unser Pflänzchen hinten übrigens lebt noch. Aber wenn wir jetzt wirklich anfangen wollen, hier die Sachen zu bauen, die wir benötigen, wie zum Beispiel dann unseren Ofen, da brauchen wir dann noch Crusher, da brauchen wir dann noch ja, Möglichkeiten sozusagen Sauerstoff, Wasserstoff aufzugreifen. Wir müssen es filtern, müssen es in Tanks pumpen, das müsste aber theoretisch gehen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich dazu brauche, genug zusammen zu farmen an Eis, um das wirklich alles dann da reinzukriegen. Lustig wäre natürlich, über eine Rakete dann später nachzudenken, eine Eisrakete, aber da weiß ich auch wieder, dass wir das Problem kriegen, wenn die dann entlädt, dann in den Schutz schmilzt dann der ganze Scheiß. Ja, das ist dann auch irgendwie blöd. Wobei ich das bis heute immer noch nicht so richtig ausgetestet habe, weil ich nämlich glaube, dass wenn die Schutz keine Fenster haben, dann sind sie isoliert. Aber ich glaube, ich habe das, glaube ich, so ewig nicht mehr ausprobiert. Weil ich meinte, wenn die ein Fenster haben, dann geht das Eis verloren. Irgendwie so. Aber ja, ich, wie gesagt, habe das lange nicht gemacht. Deswegen müsste ich das jetzt auch erst wieder ausprobieren. So, es sieht hier gut aus. Wir werden jetzt mal rübergehen ins Greenhouse. Wir werden mal gucken, wie es unserer Kartoffel geht. Also nicht unseren Kartoffeln, sondern unserer Kartoffel. Wir haben ja nur eine. Gucken wir hier mal rein. 93 Grad. Hier haben wir 39. Ja, na, ein bisschen kann es noch kühlen. Ein bisschen geht noch. Was haben wir hier? Gucken wir, keine Minusgrade mehr. Sehr schön. Scheint also so zu funktionieren. Ich habe da aber vorhin schon minus 40 Grad gesehen. Also das gibt's auch. Kartoffel. Och, guck mal. Kartoffel geht's gut. Kartoffel geht's wirklich gut. Potato. Potato. Ja, ja, der Druck steigt. Aber das ist ja kein Problem. Die paar Pflänzchen, die bringen das hier nicht zum Platzen, den Scheiß. So. Das sieht also auch gut aus. Ich denke hier 38. Nee, 38 machen wir noch nichts. Gucken wir mal hier, CO2 immer noch 224 Mol. Ja, man könnte das hier noch ein bisschen optimieren, dann würde der schneller filtern, würde der nicht so viel Energie fressen, aber im Prinzip ist mir das auch Wumpe. Ist mir Wumpe. So, okay, womit fangen wir an? Ich denke mal, wir fangen mit dem heißesten Rezept an. Das wäre ja dann, glaube ich, Konstantan. Wobei wir Konstantan ja schon haben, aber ich würde gerne nochmal was nachbauen. Elektrum hat, glaube ich, die niedrigste Temperatur, oder Solder. Elektrum hat gar keine Temperatur, das ist druckabhängig. Das können wir dann ja machen, wenn wir es dann leer gepumpt haben. Solder hat eine Kacktemperatur, ja. Aber da ist der Druck egal. Also wird Solder das letzte sein, schätze ich mal, ne? So, ja. Solder wird das letzte sein. Elektrum machen wir danach. Ja, wegen Druck und so machen wir danach. Elektrum ist dann Nummer 2 und Konstantan ist dann das, was wir zuerst machen. Genau, wir müssen ja über 20 Megapascal kommen, wobei das Quark ist, weil, wie gesagt, wir haben schon Konstantan, aber ja. Haben wir Konstantan? Nee, Invar haben wir schon gemacht, nicht Konstantan. Siehst du? Ich lüge die ganze Zeit. Lügenschwein, er lügt uns an. Ja, also, aber das können wir auf jeden Fall noch machen. Das sind ja die ersten. So, super geil, geht los. Super, super schön. So, dann geht's hier Feuer frei, weg damit. Wir machen mal eine überhöhte Dings. Das heißt, wir machen mal 16. Der Heiz nehmen wir ein bisschen heißer auf, als wir eigentlich müssen. Können wir das mal darüber packen? Danke. So, und hier machen wir dann mal 10.
Ich hoffe, dass er damit nicht explodiert. Alter, kannst du mal jetzt einfach mal das da hinwerfen? Danke. Ob er jetzt explodiert oder nicht, das seht ihr, wenn das Licht angeht oder so ähnlich. Ne? So, Kupfer und Nickel. Kupfer und Nickel, genau. Das macht jetzt, wird jetzt das erste. Mal gucken, ob das klappt. So, Konstantan haben wir gesagt, ja. Konstantan braucht mindestens 20 Megapascal, Temperatur ist egal. Ja, da haben wir es schon. Okay, Konstantan haben wir. So, das nächste wäre Elektrum. Elektrum braucht 2,4 kPa, Temperatur quasi egal. Okay, Elektrum ist Gold und Silber. Dann machen wir hier mal Gold rein. Dann brauchen wir eigentlich nur in Anführungszeichen den Druck ablassen. Dann müsste das eigentlich gehen. Oh, was habe ich denn gemacht? Ey, oh Mann, der scheiß Hahn war noch auf. Oh, Mann, ey. Das ist duster draußen, sehe ich nicht. So, Silber und Gold. Jetzt müssen wir mal gucken wegen der Temperatur. Da sind wir gut. Jetzt müssen wir hier bloß ein bisschen was abpumpen. Ja, naja, was heißt ein bisschen was? Wir müssen ordentlich was abpumpen. Wir brauchen maximal 2,4. Und was braucht Solder? Solder braucht... Oh, Solder braucht eine niedrige Temperatur. Na, das kriegen wir aber auch noch hin. Wenn nicht, müssen wir noch ein zweites Mal hetzen. Okay, wir brauchen jetzt Elektrum, haben wir gesagt. Elektrum 2,4 Megapascal. Ja, da müssen wir aber ordentlich pumpen, bis wir das leer haben. Und wir brauchen mindestens 600 K noch an Temperatur. Ja, das müsste ja gehen. Das wird dann jetzt so ein Moment, wo wir den Druck gerade so erreichen, aber dadurch, dass wir wenig Druck haben, gibt der natürlich auch viel Wärme ab, ja. Das wird nur so ein kurzer Moment sein, wo wir den Hebel ziehen können wahrscheinlich. Ja, das ist die Frage, ob man jetzt Solder nicht vorher macht. Aber dann ist es schon zu kalt. Was haben wir gesagt? Was brauchen wir? Mindestens 600 Kelvin. Oh, das wird eng. Naja, dann müssen wir mehr Wasserstoff reinpacken. So ein bisschen heißer heizen. Alter, 2,4, das ist echt zu wenig. Jetzt können wir nur hoffen, dass er nicht schnell noch abkühlt. Dass wir den Scheiß da noch rauskriegen. Aber eigentlich müsste es gehen. So dolle kühlt er ja nicht ab. Also müssen wir den jetzt auf 2,4 bringen und dann müssen wir den schnell, müssen wir das Abpumpen ausmachen, weil wir dann nämlich den Druck noch brauchen und die weitere Abkühlung. Und dann müssten wir eigentlich Solder machen können. Wenn die Erze da drin noch schmelzen. Haha, das ist die Frage, ob die da noch schmelzen. Was haben wir gesagt? Mindestens 600 K brauchen wir. Ja, da haben wir noch, das Doppelte haben wir noch. Das kriegen wir locker hin. Soll bloß bei 2,4 irgendwie jetzt mal langsam ankommen. Ja, wir haben den viel zu hoch gepumpt, den Ofen. Aber wir brauchten die 20 Megapascal, also von daher... Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das ist immer so ein Glücksspiel. Man könnte das auch anders machen, aber ich mache es jetzt eben so. Ja, der eine macht so, der andere macht so. Da gibt es da keinerlei Vorgaben, sage ich mal. Das kann man eben so machen, wie man am besten zum Ziel kommt. So, 3,2, jetzt müssen wir gleich bei 2,9, genau. Jetzt müssen wir mal gucken, 7, 6, 5, 4, jawohl, haben wir. Elektrum. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir hier noch das Eisen reinschmeißen und das Blei. Gucken, ob er das überhaupt noch schmilzt. Ja, er schmilzt es noch. So, was haben wir gesagt? Das wäre dann jetzt Solder. Da brauchen wir Solder. Da brauchen wir Druck ist egal, aber wir brauchen
mindestens 1 Megapascal und 277 Grad. Oh, 200, 277 Grad sind 550 Kelvin. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Wir sind schon bei 689, 88. Das hat gut funktioniert. Dann müssen wir jetzt bloß noch warten, bis die Temperatur hier noch gefallen ist. Wir brauchen mindestens 1 Megapascal. Das kriegen wir noch hin. Wenn nicht, drücken wir da noch was rein. Wir könnten jetzt ein bisschen Eis reinwerfen, aber das wäre 550 Kelvin. Das wäre ein bisschen zu brutal. Den Druck brauchen wir auf jeden Fall noch. Ansonsten pumpen wir noch was rein. Wir haben ja hier Heißgas. Theoretisch könnten wir ja noch was reinpumpen dann, wenn der Druck nicht stimmt. Wie heiß ist denn der Scheiß, den wir da haben? Müsste ja ordentlich heiß sein, der Kack hier. Naja gut, wir kühlen ja gerade. Oh, hier, warte mal. Hier müssen wir jetzt aufpassen. 40 Grad, ja, haben wir. Ist okay. 653, 3 Megapascal. Das könnte knapp werden mit 1 Megapascal. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen nachheizen. Wir brauchen noch 100 Kelvin weniger. Na, mal gucken, ob es was wird. Das dauert ja jetzt ein bisschen. Müssen wir ja abwarten. Welcher ist denn der Eingang? Welcher ist denn der Ausgang? Das ist der Ausgang. Das heißt, in den Input könnten wir auch wieder Gas zurückfeeden, wenn wir Temperatur brauchen. Beziehungsweise Druck, nicht Temperatur. Aber das sieht gut aus. Ich muss nochmal nachgucken. 550, ne? Ja. Ah, das schaffen wir schon. Das wird schon irgendwie gehen. Ja, Lötzinn ist halt weich, ne? Das ist, das haben sie schon gut gemacht. Da muss man halt niedrige Temperaturen haben. Das haben sie schon gut gemacht. Aber das sieht gut aus. Guck mal, wir haben noch 3 Megapascal Restdruck. Das fällt jetzt natürlich, ist ja klar, weil die Temperatur fällt. Aber das müsste gehen. Und übrigens, man guckt hier einfach auf den Knopf hier oben, ne? Dann, wenn der grün wird, dann weiß man, das Rezept stimmt und das funktioniert. Ja, das wird super funktionieren. Jetzt brauchen wir noch 53 Kelvin runter mit der Temperatur. Dann verlieren wir nochmal mindestens 1 Megapascal. Da sind wir bei 1,8 oder so. 1,7. Wir brauchen mindestens 1 Megapascal. Also das wird schon gehen. Theoretisch könnten wir den Ofen jetzt auch noch voll ballern, den nochmal hochheizen und den ja nochmal, nochmal abkühlen lassen. Dann haben wir es auf jeden Fall safe. Aber so geht es wahrscheinlich auch. 590, noch 40 Kelvin. Kriegen wir hin. So, der Filter filtert noch. Das soll er auch tun. 86. Ach, guck mal, das sieht doch super aus. Wir brauchen mindestens 1 Megapascal. Wir haben locker noch 2 dann. Das ist doch geil. Super. Sehr schön. Dann haben wir ja im Prinzip alle 3 Sorten, die wir brauchen. Dann können wir die Upgrades machen. Wobei das eigentlich Quark war, jetzt die Upgrades zu machen. Wir hätten erst eine andere Sache machen müssen. Aber das kriegen wir damit auf jeden Fall so hin. Es wird dann mal Zeit, Sauerstoff-Wasserstoff-Tanks zu bauen, Eiskrascher dafür zu bauen. Und die Frage ist, ob wir 2 Eiskrascher bauen, einen für Wasserstoff, einen für Sauerstoff. Ich wäre dafür. Und dass wir dann filtern müssen. Wir müssen ja filtern, klar, weil ist ja noch Stickstoff mit drin. Und Volatiles ist ja, brauchen wir nicht filtern. Das können wir direkt so reinpumpen in den Tank. Und das ist halt die Frage, ob wir das überhaupt auf Temperatur bringen wollen. Also meiner Meinung nach ja. Aber theoretisch könnten wir auch, wir werden sowieso zu Heißgas machen. Also ist es im Prinzip egal, welche Temperatur das hat. Je höher, desto besser. Problem ist, das Eis kommt ja kalt raus und wird dann vom Crusher aufgeheizt und deswegen dauert das so lange. Das Crushen, ne? Habt ihr ja schon mitgekriegt, das Crushen dauert ja jetzt länger als sonst. Jetzt ist gleich soweit. Und jetzt noch eins und jetzt wird's grün. Na, ja, sehr schön. Okay, dann haben wir Solder also auch. Dann können wir sogar IC10s bauen jetzt. Ha! Sehr schön. Na. Na, was ist denn jetzt hier? 333, oh, guck mal, wir haben sogar...
N2O haben wir sogar gekriegt. Sehr schön. Wir haben immer noch 45 Grad. Entschuldigt bitte fürs Husten. Muss auch mal sein. Ich guck mal, wie es dem Rohr hier geht. Minus 77 Grad. Oh, aber es kriegt immer noch Wärme reingedrückt. Also alles gut. Oh, unsere Toffel. Ich muss zu meiner Toffel gucken. Meiner Toffel geht's richtig gut. Und wir müssen hier... Guck mal hier. Zweimal Potato. Einmal Potato. Zweimal Potato. Einmal Potato. Zweimal Potato. So, haben wir schon zwei Pflanzen. Sehr schön. Ja, wir hätten jetzt natürlich noch abwarten können, bis es Saatgut macht. Aber ist doch egal. Lass doch burn das Ding. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Wir hören es nämlich nicht. Das ist das Thema. Weil das Rohr hat aber noch keinen Stress. Weil wir werden nichts quietschen hören hier draußen. Es gibt keine Atmosphäre. Das heißt, das wird uns hier vor die Füße fallen. Aber energiemäßig sieht das noch gut aus. Minus 110 ist ungefähr so die Grenze. Dann fängt der Sauerstoff an zu schmelzen, zu frieren. Zu schmelzen, genau. Okay, dann haben wir jetzt hier 47 Grad. Das heißt, wir lassen das noch weiter pusten hier. Wie sieht es hier aus? Wir haben noch CO2 drin, 1000 Mol. Filter sind auch noch okay. Ja, Pressure Differential ist halt das Problem hier, ne? Müsste man jetzt, wie gesagt, hier was zwischenbauen. Ein Druck-Dingsbums oder sowas. So, dann lassen wir das hier mal rausblasen. Genau, das können wir rausholen aus dem Ofen. Ich würde sagen, wir machen mal los hier, ne? Und fangen mal an, hier die ersten Mods zu bauen. Und das ist nämlich genau das Problem. Wir müssen nämlich jetzt schweißen. Ha! Und das ist hier drin richtig uncool. Das heißt, wir brauchen unseren Scrubber wieder. Unseren Air-Scrubber. Der muss nämlich dann jetzt wieder Air-Scrubben. Achso, den haben wir ja wahrscheinlich irgendwo hingeschmissen, ne? Oder wo ist er denn? Nee, da ist er nicht. Wo ist denn unser Air-Scrubber hin? Den hatten wir doch hier. Furnace. Portable Scrubber, genau. So, wir machen mal das Licht aus. Den brauchen wir dann doch wieder. Leider. Habe ich nicht hier auch noch irgendwie eine Batterie irgendwo drin gehabt? Ne, ist keine Batterie. So, wie ist denn die Temperatur hier drin? 23 Grad, okay. So. Okidoki. Dann müssen wir mal schnell was essen. Sehr schön, wir hätten ja die Kartoffel auch essen können, aber... Nee. Die nehmen wir jetzt erstmal zum Vervielfältigen. So. Hier, Elektronik-Sprinter, ne? Haben wir gesagt. Stahl, Elektron, Konstantan, Solder. Konstantan, Solder, Elektron und Stahl ist hier drin. Ja, das sind auch nicht mehr viel. Müssen wir also dann auch mal losgehen hier bald. Nochmal Stahl sammeln. Meine Müllecke. So. Portable Air Conditioner. Ja, den können wir eigentlich auch mal zurückbauen. Den brauchen wir ja nun wirklich nicht mehr. So, 31%. Ja, guck mal, Batterie schon wieder voll. Also energietechnisch sind wir auf jeden Fall gut aktuell. Ja gut, wir haben ja auch unser ganzes Stahl und alles für die Solarzellen drauf gehen lassen. Und wir fahren tatsächlich nur eine vertikale Steuerung. Eine horizontale brauchen wir nämlich gar nicht. Und dementsprechend... Dementsprechend ist mir das dann auch Tinte, ja. So, wir haben ja hier, glaube ich, noch Stickstoff drin, ne? Ja, 8% Stickstoff. Wo kommt denn der her?
Aber ist egal, den nehmen wir, weil der Stickstoff macht ein bisschen Druck. Und wir brauchen das nicht mit Sauerstoff auffüllen und können trotzdem hier atmen. Ne? Ach, ich weiß, wo der herkommt, vom Eis. Na klar, wir haben ja vorhin Eis hier reingeschmissen, da kommt der Stickstoff raus. Den wasten wir ja hier. Oh, guck mal hier, ich habe hier ein Rohr gefunden. Den wasten wir ja. Alter, wie der Tank übelst Geräusche macht, wenn ich dagegen kloppe. Wird der denn undicht oder was passiert jetzt hier? Hört ihr das? Ist schon ein bisschen geil. Läuft eigentlich mein Filter hier noch? Ne, der läuft nicht mehr. Ist hier noch O2 drin? Können wir hier noch was rausfiltern? Oh, ja, können wir. Oh, wir müssen schnell Druck rausnehmen. Rote Bereich. Oh, nicht so viel. Ja, 6,98. Alles klar, so ist gut. So, Hammer. Printermod Hammer. Und jetzt müssen wir, glaube ich, schweißen. Ne? Das ist, glaube ich, das Problem. Müssen wir schweißen? Nee, Screwdriver. Oh, ja, stimmt. Das haben sie geändert. Sehr schön. Okay, so. Und der kann jetzt, glaube ich, die anderen Mods bauen, ne? Genau. Ich würde mal sagen, der Pipe-Bender-Mod wird der nächste. Der ist nämlich wichtig. Übrigens, als ich hier meine Dings kaputt gemacht habe, meine Airlock-Karte hier, ne, weil ich die da hinten mit der anderen Tür da hinten umprogrammiert habe, habe ich mir die hingeschmissen, habe mit dem Schraubenzieher drauf rumgeditscht, aber dann ist aus einer Advanced Airlock eine Airlock geworden und dann ging gar nichts mehr. Na Jutti, okay, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Coole Folge, wie ich finde. Haben gut, was ihr schafft und viel quatscht, wie immer. Bis denn, macht's gut. Tschüss, euer Chris.